Wir haben ein Gespräch der Narcos mitgeschnitten. Was? Welchen Narcos? Es klang wie Pablo Escobar. Wir sind ziemlich sicher, naja. Ist schwer zu sagen, die Verbindung war schlecht. Der Anruf kam aus Panama. Pablo hatte den halben kolumbianischen Gerichtshof abgemetzelt, um die Auslieferung zu verhindern. Und er wollte sämtliche Staatsschulden Kolumbiens übernehmen. Im Austausch gegen die Wahrheit? Ich schätze, er hatte Heimweh. Mi pregunta es, ¿por qué sigue metiéndose con los narcos? Porque quiero un país en paz. Gegen den Rat seines Wahlkampfmanagers betrat Luis Carlos Galán am 18. August die Rednerbühne von Soacha. Die Kugeln drangen knapp unterhalb der Weste ein. Innerhalb weniger Minuten war er tot. Las balas de los asesinos no pondrán fin a lo que mi padre comenzó. Así como él cayó, hay otro que surge en su lugar. Doctor César Gaviria, salve usted a Colombia. Dr. César Gaviria, der neue Hoffnungsträger Kolumbiens. Für eine freie und unbeschwerte Zukunft sind Gewalt und Terror, die zurzeit leider unser Land im Griff haben. Die Gewalt, die von diesen bösen Menschen ausging, werden wir hart bestrafen.